Das wird heute die Sichtweise sein für die Front- und Safety-Barbeuge. Und ich habe ja nur ein paar Scheiben und da brauche ich gar nicht groß immer die Kamera umzustellen. Einfach immer nur nach vorne halten. Und mit den drei Scheiben, die ich heute bewegen werde, ist ja nicht die allzu große Welt. Beine müssen sich mal auch erholen, aber die Arme sind frei und da wird Vollgas gegeben. Das war schon berechtigt. Beim Strictball, na, da weiß ich noch nicht so genau, ob die Technik bzw. die gesamte Ausführung halbwegs richtig war. Ich muss mich da noch mal genauer erkundigen. Aber im ganzen Rahmen war ich heute mit dem Training sehr zufrieden und ich denke mal, ich bin weiterhin auf einem guten Weg und die Kraftentwicklung, die wird positiv weiterverlaufen. Ja, Leute, jetzt wird es wieder in die Küche gehen und ich werde irgendwas heute braten. Spiegeleier schweben mir vor oder Bratkartoffeln, irgend sowas in der Richtung. Und naja, auf der Heimfahrt werde ich dann entscheiden, was es zu essen gibt. Ich nehme euch jetzt schon mit und dann seht ihr wieder, was aus dem Topf gezaubert wird. In diesem Sinne, macht's gut, schönes Wochenende euch. Bis denne, euer Uwe. Reichlich Arbeit in der Küche, aber die würzigen Bratkartoffeln, die haben es wirklich in sich gehabt. Und nebenan war der Schaffen mit reichlich Spiegeleiern besetzt. Und natürlich kamen wieder viele Gartenkräuter hinzu. Und Lachsschinken als Unterbelag sollte man mal ausprobieren. Vom Geschmack 1A und sehr kräftig. Und nebenbei habe ich noch einen Salat gemacht aus Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Gurke und reichlich Gartenkräutern sowie Zitronenöl und das gibt einen absolut genialen Genuss.